Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Ja, wir machen weiter heute mit Alphabeten, Wörtern und Sprachen. Was ist was? Ja gut, also an für sich ist das Ganze eigentlich nicht so schwer. Alphabete, ich fange damit einfach einmal an hier. Ein Alphabet, normalerweise nimmt man da den griechischen Buchstaben Sigma dazu. Das ist hier, genau, so. Und ja, was genau macht man mit einem Alphabet? Naja, sagen wir mal einfach, Sigma ist eine gewisse Menge. Also ich denke, mittlerweile wisst ihr, was Mengen sind. Eine Menge an ja, Buchstaben oder generell einfach Zeichen. Also das können 0 und 1 zum Beispiel sein, dann haben wir das Binäralphabet. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen hier einfach mal A, B und C. Also unser Alphabet ist natürlich A bis Z, sowohl groß als auch klein, und die Ziffern 0 bis 9. Gehören alle da rein. Gut, mit 0 bis 9 kann man nicht unbedingt Wörter machen, aber also zumindest nicht in der deutschen Sprache. So, und da haben wir natürlich auch schon die Analogie Wörter und Sprachen. Ja, jetzt machen wir genau damit weiter, wo wir aufgehört haben. Ich definiere erstmal Wörter W. Ja, ein Wort W ist sozusagen einfach jede mögliche Kombination aus allen Buchstaben, die wir hier drin haben. Zunächst mal vorläufig. Also ein Wort besteht aus diesen Ziffern, Zeichen hier in diesem Alphabet Sigma. Deswegen sagt man auch ein Wort über dem Alphabet. Wort über dem Alphabet 931 Sigma. So, und dieses Wort W heißt, ja, W. Und jetzt können wir hier einfach sagen, okay, wir nehmen A, B und C und fügen die irgendwie zusammen. Zum Beispiel AA oder ja, AAA oder ABC, aber auch A, B und C sind Wörter. Und hier gibt es schon die erste kleine Besonderheit, also das hier sind einfach alles nur Beispiele für Wörter. Hier gibt es schon die erste Besonderheit, nämlich das kleine Epsilon. So schreibt man das normalerweise. Sekunde, ich muss kurz den ASCII-Code. Ja, perfekt. Okay, dieses kleine Epsilon, ja, das ist auch ein, upsala, ein Wort, und es ist quasi das leere Wort, also das Nullwort. Das ist nicht nichts, sondern es ist tatsächlich etwas, es ist ein Wort. Also wenn ich jetzt hier die leere Menge hätte, dann wäre das durchaus was anderes, aber es ist tatsächlich von der Länge 0. Also wenn wir jetzt einen Satz schreiben, wie zum Beispiel Hallo Welt, dann könnte überall hier drin dieses Wort Epsilon stehen. Also wir könnten hier tatsächlich noch ein Epsilon dahinter haben und das wäre immer noch derselbe Ausdruck, aber dieses Epsilon wäre offiziell vorhanden. Also Hallo Welt Epsilon ist tatsächlich was anderes wie einfach nur Hallo Welt. Weil Hallo Welt Epsilon, Sekunde, ich mache das hier gerade noch jetzt, aber Hallo Welt Epsilon besteht aus 3 Wörtern und Hallo Welt besteht nur aus 2 Wörtern. Gut, was hat es mit diesem leeren Wort auf sich? Naja, das braucht man normalerweise für eigentlich nur für, oder hauptsächlich für die Beweise und für irgendwelche anderen fancy Sachen. Das ist das sogenannte neutrale Element, also 0 ist sozusagen die Analogie in der Mathematik dazu. Wenn ich 0 plus 1 rechne, habe ich auch nur 1, aber 0 plus 0 mal 1 ist definitiv was anderes wie 0 plus 1, wie einfach nur 1, ja. Okay, jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit der Länge von Wörtern erstmal. Also die Länge von einem Wort kann ich einfach abzählen. Ja, A hat die Länge 1, AA hat die Länge 2 und das Wort Epsilon hat einfach dann die Länge 0. Okay? Das hatte ich schon mal angedeutet. Gut. So, jetzt kann man das ganze Wort natürlich auch noch schreiben als eine sogenannte Konkatenation von einzelnen Buchstaben oder auch von anderen Wörtern. Da sagt man dann normalerweise, jetzt brauche ich tatsächlich hier wieder eine Formel, Sekunde. Hier. Und hier brauche ich ganz viele von diesen. So, man sagt A1, A2 und so weiter bis AN. Also ein Wort hat n Buchstaben, das ist allgemein gehalten, n kann eine beliebige Zahl sein, auch 0, denn das Wort Epsilon hat ja tatsächlich 0 Buchstaben, aber n kann nicht echt unendlich werden, aber es kann zumindest immens groß werden, so groß, dass wir es uns nicht mehr vorstellen können.
Und dann haben wir halt die einzelnen Buchstaben A, I sozusagen. Also die einzelnen Buchstaben, da kann ich durchiterieren, A1 bis AN eben. Ja, und jetzt kann ich mit diesen Wörtern natürlich auch noch so Sachen machen wie ein Wort konkatenieren. Das habe ich euch ja gerade eben schon gesagt. Also das hier können Buchstaben sein, je nach Schreibweise können es aber auch Wörter sein. Dann schreibt man aber normalerweise nicht A, sondern man schreibt W. Also da kann man dann zum Beispiel ein Wort haben, das sich unterteilen lässt in W1 und W2. Zum Beispiel Schriftart. Mir fällt gerade echt nichts anderes ein. Also Schriftart ist ja auch ein Wort. Ich schreibe das gerade mal hier so hinten dran. Schriftart. Dann wäre eben hier A1 wäre S. Upsala. Das wäre A1, A2, A3 und so weiter. Und das hier wäre AN, unser letzter Buchstabe. Aber wir können das Ganze natürlich auch noch. Natürlich kann das alles hier beliebig sein, die Wortaufteilung. Aber das ist jetzt mal ein vernünftiges Beispiel, wo man es ein bisschen dran erkennen kann. Wir können es aufteilen in die Wörter Schrift und in die Wörter Art. So. Sowas hier. Dann haben wir das Wort W1 und das Wort W2 und wir haben sie konkateniert, sprich, wir haben sie einfach aneinander gehängt. Groß- und Kleinschreibung ist jetzt erstmal irrelevant. Okay, natürlich können wir auch hier draus zwei Wörter machen: Schrie und Ftart. Ja, gut, das sind dann auch zwei Wörter, W1 und W2, mit halt anderen Längen und denselben Buchstaben hier. Aber ja, gut, die Länge des Wortes ist natürlich dann in unserem Fall hier alle Buchstaben durchgezählt. Im allgemeinen Fall kann man einfach sagen, wir haben n Buchstaben. Okay. So. Jetzt haben wir schon die Grundkenntnisse über Wörter und wir wissen, was eine Konkatenation ist, nämlich wenn man einfach zwei Sachen hintereinander hängt. Auch das hier, eine Konkatenation von Buchstaben ist eine Konkatenation, aber hier auch Wörter kann man konkatenieren. Das heißt einfach nur hintereinander kleben. Mehr ist das nicht. Und oftmals schreibt man dann hier einfach so, aber ihr kennt es ja auch aus der Mathematik. Man ist faul und schreibt diese Schreibweise hier. Also wenn man einfach gar nicht schreibt, ist das dasselbe wie wenn man mal schreibt. Und das ist dann tatsächlich auch der Operator. Wenn ich hier Wörter multipliziere, hänge ich sie einfach hintereinander. Das ist dann natürlich nicht assoziativ wie in der Mathematik, dass ich sagen kann, W2, W1 ist gleich W1, W2. Also 5 mal 3 ist dasselbe wie 3 mal 5, sondern tatsächlich ist die Konkatenation was anderes. Wenn ich jetzt Schriftart oder Artschrift habe, ist das natürlich was Unterschiedliches. Aber ja, man schreibt es genauso mit diesem Maloperator hier. Also wenn man es ausschreiben möchte. Normalerweise schreibt man es einfach nur direkt hintereinander. Gut. Jetzt kleine Besonderheit zu unserem Wort Epsilon. Wenn ich den ASCII-Code noch richtig habe, ja, perfekt. Also. Dieses Wort immer. So. Jetzt aber. Okay, wenn wir Epsilon vorne an das Wort dran konkatenieren, also ich schreibe das jetzt tatsächlich bewusst mit diesem Mal-Operator, dann ist das ja dasselbe, wie wenn wir einfach sagen, das ist das Wort. Weil es ändert sich an der Schrift, an der Länge des Wortes nichts, es ändert sich auch nichts, weil was vorne dran kommt. Und das heißt, wir können das Ganze aber auch hinten dran hängen. So. Weil das ist ja genau dasselbe. Also hier steht dann Schriftart mit einem leeren Wort davor. Naja, das leere Wort hat Länge 0. Und hier steht auch nur Schriftart und hier steht dann auch nur Schriftart, wenn wir es hinten dran hängen. Das heißt, ihr könnt das leere Wort überall und wo wir wollen dran klatschen. Wir können es auch in die Mitte reinschmeißen, wenn wir Lust dazu haben. Das ist nur so viel, falls ihr das mal für Beweise braucht. Gut. So, jetzt kommen wir zu Sprachen. Die bezeichnet man normalerweise als L, das heißt, da muss ich mal ausnahmsweise keinen ASCII-Code raussuchen. Sehr nett von euch. Ja, diese Sprache ist eine gewisse Menge von Wörtern, auch über einem Alphabet Sigma. Allerdings ist es sozusagen einfach eine Menge aus Restrictions. Also wir sagen hier, L ist die Menge aller Wörter, es ist auch wieder natürlich eine Menge aller Wörter, für die gilt, also dieser Strich hier heißt immer für die gilt, das ist wieder ein Wort, oder wir können auch schreiben Wort W, wenn es euch lieber ist. Und dann sagen wir hier hinten, was wir speziell haben wollen. Dazu werde ich natürlich noch mehrere Videos machen. Es gibt reguläre Sprachen, es gibt kontextfreie Sprachen, es gibt Grammatiken, das werde ich euch dann alles noch zeigen. Aber jetzt einfach nur mal so grob formal aufgeschrieben, was wir hier hinten haben wollen. Sagen wir, wir haben ein Alphabet ABC. Dann können wir zum Beispiel hier sagen, wir wollen ein Wort haben,
das AW' hat. So, das bedeutet, wir haben hier alle Wörter in unserer Sprache L drin, die mit einem A beginnen und danach irgendein W' haben, sodass das W', das muss man eigentlich auch noch immer hinschreiben, jetzt muss ich Element raussuchen. Oh, ich schreibe es einfach mal aus. Element, so, von Sigma. 931 war das? Ja, genau. Okay. Also das bedeutet, wir haben hier alle Wörter, die mit A anfangen und danach ein beliebiges W' haben. Und dieses W' ist einfach nur in unserem, upsala, da fehlt ein Stern, in unserem Sigma drin, also über unserem Alphabet, also ein beliebiges Wort. Also einfach alles, was mit A anfängt. Jetzt kann man hier natürlich auch noch andere Sachen machen. Ihr wisst, ich habe euch gesagt, das ist dasselbe hier wie eine Multiplikation sozusagen. Naja gut, wenn es eine Multiplikation gibt, gibt es auch Potenzen. Das heißt, wir können auch einfach schreiben W gleich A Quadrat, B Quadrat, W' und W' ist dann von mir aus wieder aus Sigma. Das würde jetzt so viel bedeuten, wie wir haben am Anfang ein A, A und dann ein B, B. Das ist dasselbe, wenn ich schreibe hier eben Potenzen. Oh, nicht speichern, danke. So. Und ja, damit kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Also da kann man sich seine Sprache sehr genau definieren. Und wie man seine Sprache genau definiert, das macht man normalerweise über Grammatiken. Die zeige ich euch dann nächstes Mal. Jetzt zeige ich euch noch die Potenzmengen, beziehungsweise nicht Potenzmengen, sondern hier die Mengen über, ja, über einem Alphabet zum Beispiel oder was L Stern bedeutet. Also L Stern. Naja gut, L Stern ist folgendes. Wir hängen L beliebig oft hintereinander. Also L mal mal L mal L mal L und so weiter. So oft wir wollen. Aber wir müssen es nicht machen. Wir können es freiwillig machen. Also sagen wir, okay, wir haben, wenn wir das Ganze nullmal machen, also wir hängen das nullmal hintereinander, dann haben wir nur das Wort Epsilon. Also L hoch 0. Jetzt brauche ich Potenzen. Jetzt muss ich umschalten auf die Formel. Sekunde. Hier. So. L hoch 0 ist nur Epsilon. Wohingegen, wenn ich L hoch 1 sage, dann meine ich, wir nehmen diese Wörter W hier und hängen die genau einmal hintereinander. Also sagen wir mal, hier ist nur tatsächlich A, B drin. Also das Wort A, B. Mehr ist nicht in der Sprache drin. Da kann ich auch gleich so schreiben. So, dann ist immer noch unsere L hoch 0, ist natürlich immer noch Epsilon, weil wir das Ganze ja 0 mal dran multiplizieren, also bleibt nur das leere Wort mit der Länge 0 übrig. Wenn wir es genau einmal dran multiplizieren, haben wir AB. Wenn wir es genau zweimal dran multiplizieren, haben wir AB, AB. Das wäre jetzt L hoch 2, das muss ich hier noch ändern. Wenn ich es hinkriege, so. Weil wir ja genau jedes Wort, also jedes Wort aus dieser Menge L, nehmen wir einmal und hängen es hinten dran. Wenn wir jetzt hier zwei Wörter drin hätten, zum Beispiel AB und A, dann hätten wir AB, AB. Wir hätten AAB für zuerst A, dann AB. Und wir hätten die Möglichkeit ABA für zuerst AB, dann A hinten dran hängen. Und wir hätten die Möglichkeit AA. Ihr seht, das wird ziemlich groß. Also das steigt dann natürlich. So, bleiben wir wieder bei der Menge. Wenn wir es hoch 3 haben, hängen wir hier einfach nur ein AB dran. Sollte klar sein. Okay, so und jetzt, was bedeutet dieser komische Stern, den ich euch gezeigt habe? Das hier. Naja, das bedeutet, wir haben hier einfach die Menge aus allem, was wir machen. Also wir haben L hoch 0, L hoch 1 und so weiter bis L hoch unendlich. Das heißt, wir haben hier sozusagen einfach drin stehen, entweder Epsilon, ja, Sekunde, ich sollte vielleicht noch den Cursor reinsetzen, Epsilon, oder AB, oder AB, AB. Oder und so weiter. AB. Also so oft wie wir wollen. Das ist L Stern. Wenn wir jetzt L plus nehmen, das ist die zweite Möglichkeit, wie man das hier noch schreiben kann. L plus. So. Dann fällt Folgendes raus. Wir haben nur noch L hoch 1 bis L hoch n. Also L hoch unendlich ist immer noch drin. Also unendlich selber nicht, aber die Zahl unter unendlich sozusagen ist drin.
Aber wir haben L hoch 0 nicht mehr drin. Das heißt, wir haben nur noch diese Möglichkeit hier. Okay. Ja. Logischerweise ist dann natürlich von egal was für eine Sprache, wenn wir hier L plus haben und das Ganze Mengen vereinigen. Jetzt muss ich die Mengenvereinigung wieder raussuchen. So, ja genau. Und wenn wir dann eben L plus nehmen und vereinigen mit der Menge Epsilon, so, dann ist es natürlich immer genau dasselbe, wie wenn wir sagen L, ach so, dazu brauche ich wieder das hier. Das ist natürlich genau dasselbe, wie wenn wir sagen L Stern. Also wenn wir L plus mit Epsilon vereinigen, kommt ja hier genau ein Epsilon rein. Und dann haben wir natürlich genau das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist einfach nur Definitionssache. Nur, dass ihr wisst, von was ich rede in den kommenden Videos jetzt. Ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden, denn das ist jetzt echt sozusagen die Grundlage gewesen. Ansonsten versucht es noch ein zweites Mal anzugucken oder schreibt mir einen Kommentar, dann versuche ich es euch nochmal zu erklären. Und ja, wir hören uns im nächsten Video, da geht's los mit Grammatiken und da braucht ihr das Ganze wirklich. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.